Hey Leute, willkommen zurück zu unserer Hausbaureihe Nummer 4 einer Kita in Riverview. Und ich habe natürlich eure Kommentare gelesen, so wie immer. Und wir werden jetzt entsprechend eurer Vorschläge und auch meiner Ideen, die ich jetzt so bekommen habe, weiterarbeiten. Und als erstes möchte ich euch so ein paar Infos zu den Store-Inhalten geben, die ich nutze, beziehungsweise auch der Erweiterung. Denn ich hatte ja unter der letzten Folge die Erweiterung geschrieben, die ich nutzen möchte und habe bemerkt, dass ich einfach tierisch vergessen habe und ganz ohne an irgendwas Schlimmes zu denken, diesen Bodenbelag hier verwendet habe, der perfekt in den gesamten Bereich passt, den ich auf jeden Fall auch weiterverwenden möchte, aber das ist Asfalto Ranchero aus der einfach tierisch Erweiterung. Deswegen werden wir einfach tierisch weiterhin verwenden. Das steht ab der heutigen Folge quasi mit in der Videobeschreibung drin. Genauso könnt ihr dort auch die Store-Sets finden, die ich verwende. Ich habe mich jetzt darauf geeinigt, nicht das gesamte Kinder 2010 Set zu verwenden, sondern habe mich da auf zwei kleine Sets geeinigt. Und dann noch zwei, drei extra Objekte, denn ich habe halt einige Sachen, die ich auf jeden Fall gern verwenden möchte und die sind in den jeweiligen Sets drin und ich habe mir jetzt sogar extra Sammlungen gemacht, damit ich halt nur die entsprechenden Store-Inhalte verwende, damit ich jetzt nicht aus Versehen andere verwende. Also hier haben wir einmal das Set Tiere am Mars, Spielplatz, Bett und Bad. Das sind alle Objekte hiervon. Die habe ich hier in das Set reingepackt. Dann habe ich hier Schlaflieder und Kinderreime, alle Inhalte. Abgesehen von den Frisuren und Klamotten, die es natürlich mit den jeweiligen Sets gibt. Dann haben wir hier das Frühlingszentrum für Mini-Wunderkinder. Da habe ich hier alle Inhalte reingepackt. Hier haben wir das Waldschlafzimmer, ein weiteres Store-Set, was ich verwenden möchte, wo ich einige Sachen halt sehr, sehr cool finde. Zum Beispiel das Fenster möchte ich auf jeden Fall verwenden. Das ist eins der Dinge, weshalb ich mich für dieses Set entschieden habe. Ich möchte auf jeden Fall dieses Fenster verwenden, denn wie ihr sehen könnt, wir werden das so platzieren, also dass nach innen halt diese Griffe sind und nach außen so. Und ihr seht halt diese süßen Motive, die am Fenster dran sind. Ich muss mal eben gucken. Gibt es da unterschiedliche Motive? Nee, das gibt es nur in der einen Variation. Aber die sind echt knuffig mit den Fröschen und den Libellen und so weiter. Deswegen möchte ich auf jeden Fall dieses Set verwenden. Und mal gucken, wie viel andere ich noch verwende. Es könnte sein, falls ihr euch das nachkaufen wollt, dass es vielleicht sogar billiger kommt, wenn ihr nicht das ganze Set nutzt, sondern nur die paar Inhalte, die ich verwendet habe. Ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, welche Objekte genau ich verwende, aber ich möchte mich da auf so ein paar Sets spezialisieren. Und bei Sonstiges habe ich jetzt hier noch 5 Objekte hinzugefügt. Ich möchte auf jeden Fall diese Kreidetafel verwenden. Die hat eigentlich den Namen Wunderkind. In meinem Spiel hat die allerdings keinen Namen mehr, wie ihr sehen könnt. Ja. Aber die ist so super süß, die möchte ich auf jeden Fall in der Kita mit verwenden, irgendwo hinhängen, dass die Kinder da quasi dran gemalt haben, die so hier unten hinhängen und dann quasi, dass die Kleinkinder hier dran malen könnten. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne hätte. Dann würde ich gerne auch noch eine dieser drei Messlatten nutzen. Entweder Jutta die Giraffe, Frederik Frosch oder Felicia Flamingo, weil die sehr, sehr süß sind. Und die gehören dann einem anderen Set an. Und das hier gehört dazu, dass einfach die Store-Sets an sich total albern zusammengestellt wurden. Mir fällt das nicht mehr so sehr auf, weil ich halt alle besitze. Alles, was zu Kleinkindern gehört, besitze ich aus dem Store. Deswegen fällt das mir nicht so sehr auf. Aber die haben die Sets teilweise willkürlich zusammengewürfelt. Wir haben ja hier zum Beispiel, ich muss da kurz drüber reden, ich könnte da bestimmt die ganze Folge drüber reden, aber ich mach's nicht. Wir haben ja hier zum Beispiel das Set Tiere en Mars, Bett und Spielplatz, Bett und Bad, also für Schlafzimmer und fürs Badezimmer. Dann haben wir hier diese süße Badewanne, dann haben wir hier das süße kleine Töpfchen für die Kleinkinder, dann haben wir hier das passende Waschbecken, dann haben wir hier so einen süßen Handtuchhalter. Und auch noch einen coolen Spiegel mit Affen, der irgendwie thematisch überhaupt nicht zum Rest passt, aber wir haben halt einen Spiegel. Und dann, ja, das ist alles, was es zu dem Set gibt, was nicht thematisch passt. Und in einem ganz anderen Set, nämlich in dem Spielplatz-Set, also wo es zum Beispiel, ich habe ja alle Sets installiert, beziehungsweise drin im Spiel, wo es zum Beispiel hier diese, nee, nicht das, oder? Doch, war es das? Dieses coole Klettergerüst zum Beispiel gibt. Das würde hier dazu gehören. Da ist dann die Toilettenrolle drin. Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Man hätte es eigentlich in dieses Set hier reinpacken sollen, weil die Klopapierrolle halt in das Badeset passt. Aber dafür hat man im
im Bett- und Badset dann diese wunderschöne Bank. Keine Ahnung, was sich die Leute gedacht haben, ob die Sets einfach willkürlich zusammenwerfen, aber das ist so eine Sache. Das hat mich so richtig genervt, als ich mich mal mit den Sets auseinandergesetzt habe und bemerkt habe, dass sie die teilweise willkürlich zusammengesetzt haben. Wir haben hier zum Beispiel das Bärenthema, wie ihr sehen könnt. Dieses Bärenthema auch nochmal da vertreten. Dann haben wir hier das Panda-Thema. Dann haben wir hier das Affenthema. Aber nicht genug. Das wäre, glaube ich, noch das Affenthema. Dann haben wir hier natürlich im Waldschlafzimmer haben wir auch nochmal das Affenthema vertreten. Das heißt, ihr müsst mehrere Sets kaufen, um zum Beispiel alles von Affen zu bekommen. Und dann haben wir hier halt auch noch wieder Sachen vom Bärenthema. Also das würde ich zum Bärenthema mitnehmen. Dann haben wir hier auch wieder das Bärenbücherregal und den Bärenspiegel. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn für mich. Also zum Beispiel der Bärenspiegel vom Waldschlafzimmer-Set würde super gut zu dem Waschbecken, dem Bärenwaschbecken, vom Tiere en Mars Badezimmer-Set passen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, dass sie die einfach die Themen wild zusammenwürfeln und du halt einfach gar keine andere Wahl hast, wenn du zum Beispiel totaler Affenfan bist, entweder die Sache einzeln zu kaufen oder halt alles Sets, weil das hier alles bunt, wild und bunt gemischt ist. Und das nervt mich halt einfach nur tierisch an und ich verstehe es nicht, warum sie das gemacht haben. Und dann haben wir auch noch so ein Tierfreunde-Set. Dann haben wir den Tierfreunde-Beistelltisch. Und hier haben wir irgendwelche Dschungelsachen und ach Gott, keine Ahnung. Und dann habe ich natürlich auch noch andere Sets, wo noch die restlichen Sachen drin sind, die alle zu den jeweiligen Sets gehören. Es hat mich so angenervt, dass ich das entdeckt habe, beziehungsweise als ich mich mal damit beschäftigt habe, weil du musst halt, also es bleibt dir gar nichts anderes übrig. Entweder hast du alles wild durcheinander gewürfelt und es passt irgendwie optisch gar nicht zusammen, außer du färbst es halt ein, oder halt man muss sich alle Sachen holen und das ist echt mies, also ja, keine Ahnung. Aber ich möchte auf jeden Fall ein paar der Store-Inhalte verwenden, deswegen habe ich die in die Videobeschreibung gepackt, sogar mit Links, dass ihr euch die anschauen könnt. Falls ihr irgendwie zufälligerweise Geld übrig habt und euch das kaufen wollt, könntet ihr das da machen. Ich gebe jetzt aber keine wirkliche Kaufempfehlung dafür, weil, wie schon erwähnt, es ist halt einfach bescheuert, wie die das geregelt haben. So. Und wir widmen uns jetzt aber erstmal dem Grundstück. Und ich habe mir ein paar Ideen aufgeschrieben. Eine Person hat auch so einen kleinen Grundriss gezeichnet, was ich voll süß fand. Der aber irgendwie für mich gar keinen wirklichen Sinn ergibt, weil das Haus sieht nämlich ganz anders jetzt aus, als die Person das gezeichnet hat. Da fehlt ja zum Beispiel der Teil hier. Den möchte ich aber auf jeden Fall so lassen. Dann hatte sie hier hinten noch so ein bisschen was angebaut. Wir werden hier auf jeden Fall noch anbauen, dass wir hier noch mehr Platz haben. Und auch diese Wände dazwischen werden jetzt nicht so unbedingt bleiben. Die sind jetzt erstmal nur noch vom groben Bauen gekommen. Was ich erstmal ausprobieren möchte, ich habe aber irgendwie gerade das Gefühl, dass das sowieso gar nicht funktionieren würde. Jemand hat gemeint, ob ich denn die Fenster nicht so zusammenstellen kann, dass das quasi aussieht wie so ein Doppelfenster mit Fensterläden. Problem ist nur, dann haben wir halt nur Platz für eins. Also dann haben wir halt nur für eins Platz oder so. Weil für zwei hätten wir dann keinen Platz mehr. Obwohl, wartet, ich muss das mal ausprobieren. Das könnte man halt maximal so machen. Das wäre halt zu wenig Platz. Also, das würde halt so nicht gehen. Andere Alternative wäre halt, das so mit drei Fenstern zu machen. Aber ehrlich gesagt finde ich das so bunt, wie ich das hingestellt habe. Also so finde ich es ehrlich gesagt schon cooler. Wir werden natürlich die entsprechend einfärben, dass das alles zusammenpasst. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir es auch bunt. Das war ja sowieso auch eine Forderung von euch oder ein Wunsch von euch, dass wir alles schön bunt machen. Und apropos bunt, wir machen es erstmal nicht bunt. Wir machen es erstmal passend zu den Häusern drumherum, denn ich habe mich darum gekümmert, hier die entsprechenden Wandbelege zu besorgen. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Und dann können wir hier erstmal alles entsprechend einfärben, so wie das erstmal aussehen soll im ersten Moment. Dann brauchen wir natürlich, die Rückseite hat sich auch schon eingefärbt, dann machen wir das erstmal so. Erstmal, dass wir hier so eine grundlegende Bemalung des Ganzen haben. Heißt natürlich nicht, dass das so bleibt, sondern wir haben erstmal so grundlegend so ein bisschen eine Idee, wie es aussehen könnte. Ich werde auf jeden Fall die Garage ein bisschen anders machen, das gefällt mir so sowieso nicht. Aber ich denke mal zum Beispiel das Haupthaus, also diesen Bereich hier, wo das große Dach drauf ist, den werden wir wahrscheinlich so ungefähr lassen. Und ich denke mal, dass wir diese Seite, also dieses,
diesen Gebäudeteil auf jeden Fall bunter gestalten werden, dass wir hier irgendeine schöne Farbe verwenden und dann die Fenster eventuell auch bunt anmalen. Müssen wir mal gucken, je nachdem, was man da dann wie anmalen kann. Und ja, so viel dazu. Dann ist eine der Detailelemente oder der Gestaltungselemente hier bei den anderen Häusern, dass hier vorne so eine kleine Hecke immer ist. Und hier drin dann halt zum Beispiel Pflanzen platziert werden. Und das können wir hier natürlich auch machen. Frage ist halt nur, wollen wir das so ordentlich und so schick angeordnet haben? Oder wollen wir das dann lieber ein bisschen wirrer machen? Vielleicht halt auch ohne die ganze Hecke. Oder nur mit einem Teil der Hecke. Da müssen wir dann nochmal gucken. Aber das ist auf jeden Fall ein Gestaltungselement, an das wir mitdenken können. Ich möchte das hier alles noch so eine Einheit breiter machen, damit das dann schön hier abschließt. Erstens mal mit dem Kästchen und zweitens mit der Hecke. Und dann war in der Hecke drin, in der Hecke ist glaube ich immer dieses Mammutbaummulch drin. Den möchte ich dann natürlich auch erstmal ein bisschen reinpacken. Erstmal nur so grundlegend. Die Frage ist natürlich, wie sehr wollen wir uns da hier an die Bestimmungen der Nachbarschaft halten, was ändern wir ab. Aber erstmal, dass man halt so grundlegend diese Vorgaben erstmal verwendet. Und dann haben wir das hier halt erstmal so, wie es bei den anderen Häusern auch aussieht. Und dann peppen wir das auf quasi. So ein bisschen, so ein bisschen auch in chronologischer Reihenfolge. Dass das natürlich auch Sinn macht, dass man sich denkt, aha, so sah früher das normale Wohnhaus aus, wo hier halt wahrscheinlich irgendeine andere Familie gewohnt hat. Und dann kam halt die Frau, die hier eine Tagespflege eröffnet hat, oder der Mann oder die Familie, je nachdem, der Sim. Der Sim, der hier eine Tagespflege eröffnet hat und hat das Ganze hier aufgepeppt und bunt gestaltet. Das ist ja so ein bisschen die Idee hinter dem Grundstück und so wollen wir das auch ein bisschen versuchen zu gestalten. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze aufpeppen können, was wir da machen können. Also ich werde auf jeden Fall nicht hier diese Grünpflanzen hier in das Beet reinpacken, sondern schöne bunte Blumen und vielleicht auch ein bisschen... Nein, ich wollte gerade das Wort mit E sagen, aber es ist nicht in den Store-Sets drin, deswegen keine Sorge, ich werde kein Efeu verwenden. Ich habe gerade kurz dran gedacht, nein, wir werden keines verwenden, keine Sorge. Aber wir müssen erstmal noch ein bisschen an der Hausform arbeiten. Es sieht zwar jetzt schon ein bisschen angenehmer aus auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen. Das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus soweit. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht detailliert genug, hier müssen wir noch einiges machen. Jemand hat auch vorgeschlagen, ob wir nicht das Garagentor auch zur hinteren Seite machen können. Aber andererseits finde ich es halt auch ein bisschen komisch, ein bisschen unrealistisch, so... Warum sollte man ein Garagentor nach hinten raus zum Garten haben? Ich meine, es macht Sinn für die Kita, dass man da halt dann quasi, dass die Kinder dann quasi da rausgehen können und spielen können. Aber so von dem her, wie das vorher aussah, macht das halt irgendwie für mich wenig Sinn. Deswegen weiß ich nicht genau. Oder ob man einfach sagt, so, ja, die haben halt noch ein extra Garagentor hinzugefügt oder so. Das ist schwierig zu sagen. Also was wir hier noch machen könnten, wäre halt komplett sowohl halt hier den Rahmen als auch den Fensterladen umzufärben. Wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, weiß aber noch nicht, wie wir das machen wollen. Müsst immer dran denken, das Dach ist grün. Und das Dach bleibt auch grün. Das ist zum Beispiel eine Sache, die werde ich nicht umändern. Grünes Dach ist verpflichtend quasi. Weil, wie gesagt, ich möchte das ja schon ein bisschen an die Umgebung anpassen, aber natürlich sticht es auch aus der Nachbarschaft heraus. Wenn man hier langläuft, weiß man sofort, aha, das ist Nikita, hier sind fröhliche Kinder, hier kommt man gern hin. So in der Richtung. Ich kann ja mal versuchen, alles so ein bisschen gleich einzufärben. Wobei das eigentlich auch nicht das ist, was wir wollen, weil eigentlich wollen wir es ja eher bunt haben. Sieht auf jeden Fall direkt schon ein bisschen besser aus, finde ich. Auch wenn, wie gesagt, grün, glaube ich, nicht das ist, was wir dann am Ende wollen. Aber es sieht direkt mal ein bisschen einheitlicher aus. Ein bisschen zusammenpassender. Und das ist immer ganz gut, würde ich sagen. Versuchen wir das nochmal ein bisschen einzufärben. Moment, erstmal gucken. Ich glaube andersrum, oder? Ich glaube, so rum macht es mehr... Ja, so rum macht das richtig gut Sinn. Und dann hier oben... Muss das auch noch eingefärbt werden? Ich würde so schon fast sagen, so wie die Fenster. Nur halt komplett in braun. Also die Fenster können ruhig ein bisschen unauffälliger sein. Ja, so
so vom Groben her, also ich finde, es sticht jetzt schon mehr heraus, einfach durch die Fenster, die ich super finde. Und ich möchte auf jeden Fall auch die Fenster dort haben. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so machen können. Ihr habt auch schon ein paar coole Ideen für die Gestaltung vorne und auch für den Garten gemacht, aber wir müssen erstmal halt eine ordentliche Hausform finden. Das ist nämlich immer das Wichtigste und ich habe noch keine Ahnung, wie. Ich würde tatsächlich sagen, dass auf jeden Fall dieser Raum hier oben genug ist für eine, selbst für eine Familie. Wir werden wahrscheinlich, ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich das halt für eine Familie mit einem Kinderzimmer gestalten werde. Und zur Not kann man halt auch das Kinderzimmer dann in irgendwas anderes umgestalten. Also ich werde das da versuchen, relativ flexibel zu gestalten, dass ihr da zum Beispiel einen einzelnen Sim einziehen lassen könnt, der halt hier nur die Tagespflegekarriere macht, dass ihr auch eine Familie einziehen lassen könnt und so weiter. Oder halt komplett die Etage weglassen könnt, wenn ihr halt ein Gemeinschaftsgrundstück draus machen wollt. Was ich auf jeden Fall machen werde, also ich werde das ja auch dann am Ende in meiner Welt in Riverview platzieren, wo wir dann spielen werden. Und da werde ich ein Gemeinschaftsgrundstück draus machen, damit wir das auch ab und an mal besuchen können. Ja, wie gesagt, wir brauchen jetzt einen Raumplan oder einen Hausplan. Ich habe immer noch auch die Skizze von Lena's Life übrigens vor mir, aber die Frage ist, wie gut könnte ich das anwenden, weil die ist irgendwie nicht so, wie ich das hier vorhabe. Deswegen ist das schwierig. Auf jeden Fall hier so eine Aussparung. Man muss halt immer auch ein bisschen an die Dächer denken, wie das Dach dann am Ende aussieht, was halt irgendwie vom Dach her passen würde. Ich würde schon fast sagen, die Wand ist eigentlich in Ordnung, genauso wie die. Wir brauchen halt eher hier auf der Seite und auf der Seite noch ein bisschen mehr Gestaltung. Vorne bin ich eigentlich auch schon ganz zufrieden. Ich weiß nicht, ich bin in letzter Zeit echt ein Fan von simplen Hausgestaltungen oder von simplen Hausdesigns geworden. Deswegen bin ich da gar nicht so ambitioniert, mir da mega viel einfallen zu lassen. Was mir auf jeden Fall gewünscht wurde, war ein Balkon auf der Rückseite. Vorne möchte ich auf jeden Fall das Dach hier so lassen. Da wird kein Balkon draus, aber hinten wäre noch ein Balkon ganz cool eigentlich. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Hier, also was ich bei Mika Somayas Haus gemacht habe, ist halt einfach hier noch sowas nach außen zu machen. Und dann halt einfach ein Dach in derselben Position, also einfach nur ein bisschen kleiner. Aber halt mit demselben Winkel und das sah ganz gut aus eigentlich. Aber ich möchte das eigentlich auch nicht ständig wiederholen. So wäre das dann. Das habe ich bei Mikas und Mayas Haus gemacht, das seht ihr hier drüben. Habe ich nochmal unmöbliert platziert. Und da habe ich das dann so drüber gezogen. Aber das war sowieso auch ein ganz anderes Grundstückskonzept. Das macht so ja auch keinen Sinn. Dann kann ich das wieder rückgängig machen. Weil irgendwas brauchen wir hier noch. Das kann ich so eigentlich nicht lassen. Normale Häuser wären einfach so, aber nicht bei uns. Nicht bei uns. Bei uns muss da irgendwie noch was passieren. Sonst ist das zu simpel. Aber ich weiß echt nicht was. Ich würde jetzt sonst einfach aus Verzweiflung hier einen Schornsteinschacht hinmachen. Weil das geht immer und das bricht immer so ein bisschen die Wand auf, aber ist halt eigentlich auch nicht das Wahre. Also, es gibt Leute, die sagen, ja, wenn du irgendein cooles Haus bauen willst, dann fang einfach mit einem Rechteck an und füge so lange was hinzu, bis es dir gefällt. Aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so ein Fan von. Wenn ich einmal ein Rechteck baue, dann weiß ich immer nie, was ich danach machen soll. Ich bin besser damit aufgestellt, wenn ich so Wand für Wand versuche zu bauen. Deswegen mache ich das dann oft so, dass ich dann einfach die Wände abreiße und gucke, was ich dann machen kann. Und dann muss ich aber natürlich auch hier die ganzen Böden entfernen, weil die mich sonst irritieren. So, und dann kann ich meistens besser bauen. Das ist total komisch. Fragt mich nicht, wieso. Hier ist so eine kleine Ecke.
Wie ich den Garten aufteile, überlege ich mir jetzt noch gar nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt. Ich finde, das Haus ist sonst ein bisschen zu klein, oder? Weil wir brauchen echt einige Räume. Hier würde ich tatsächlich vielleicht sogar einen Spielraum draus machen. Vor allem mit dem Garagentor und sowas. Das ist, glaube ich, ganz süß. Und dann brauchen wir noch eine Küche. Wir brauchen einen Schlafraum. Wir brauchen ein Badezimmer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wir bräuchten auf jeden Fall ein größeres Haus. Aber ich glaube, ich werde das eher so ein bisschen nach da vergrößern wollen, als nach hier. Vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Was könnte man denn dahin machen an die Wand, dass das irgendwie Sinn macht? Ich habe keine Ahnung. In letzter Zeit mache ich dann einfach blanke Wände und lebe damit. Deswegen ist das gerade schwierig. Ich habe echt schon lange nicht mehr was wirklich krass Kompliziertes gebaut. Wenn man das jetzt kompliziert bezeichnet, ist es auch schon lange her, dass ich das Haus gebaut habe. Und auch Jamies und Risas Haus ist ewig her. Vielleicht so eine Hälfte? Aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Wenn ich da so eine Hälfte hinzufüge, kannst du mal eine Wand platzieren, wenn ich dir... Danke. Ich glaube nicht, dass das gut aussehen wird. Ich probiere es einfach mal aus, aber ich bezweifle, dass das eine gute Idee ist. Lässt du mich das bitte bauen? Ach so. Natürlich. So. Jetzt. Boah, sag mal. Glaube ich, hier einen Raum hinbauen oder sowas, damit er das macht. So, jetzt müsste er das aber eigentlich machen. Also eher das Spiel oder so. Keine Ahnung. So. Wenn ich das jetzt da hochfiebe bis an genau den richtigen Punkt. Das sieht komisch aus, ne? Das denke ich mir halt nämlich auch. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt mit der Wand machen soll. So ziemlich. Das ist halt dann immer der Punkt, wo ich dann immer ein bisschen verzweifle bei Häusern. Weil das, ich bin irgendwie besser geworden im Inneneinrichten als im Außeneinrichten, meiner Meinung nach. Und... keine Idee. Ich könnte hier halt noch, das hilft uns zwar überhaupt nicht mit der Rückseite, aber ich könnte hier zum Beispiel noch sowas hinmachen. Das würde noch so ein bisschen zusätzliches Dingens reinbringen. Finde jetzt aber auch nicht unbedingt, dass das wirklich gut aussieht. Also die Wand stört mich ein bisschen. Was ich hier auf jeden Fall hinmachen möchte an diese Seitenwand sind diese Fenster, die ich euch ja eben schon gezeigt habe. Die sollen hier auf jeden Fall hin. Vielleicht so wären sie eigentlich ganz gut aufgeteilt. So ungefähr hätte ich die da gern, weil ich die sehr, sehr schön finde. Und die hätte ich dann natürlich auch gern auf der anderen Seite. Obwohl, vielleicht auch nicht. Da ist ein bisschen wenig Platz für die Fenster. Was könnten wir denn da für Fenster machen? Und ja, ich lege mich gerade mit Fenstern ab, weil ich das mit der Wand nicht hinbekomme. Nicht besonders viele Fenster würden hier reinpassen. Muss uns noch was überlegen. Aber ich möchte ehrlich gesagt auch das Dach so hoch haben, weil das sonst ein bisschen doof aussieht, finde ich, wenn ich das niedriger mache.
Es reagiert nicht. Mich das nicht? Ach, es kann nicht weiter runter. Ach, sag mir das doch. Ja, seht ihr. Ich kann das Dach sowieso nicht weiter runter machen. Ich sehe es schon so weit unten, wie es geht. Ja, die Frage ist auch, was für Räume brauchen wir denn? Weil vielleicht reicht sogar schon der Raum einigermaßen aus und ich muss das gar nicht mehr groß vergrößern. Dann haben wir halt draußen eine große Spielfläche mit viel Spielplatz. Natürlich kommt ja auch ein Spielplatz hin, auch wenn wir gegenüber direkt einen haben. Aber vielleicht reicht die Fläche tatsächlich aus. Wir werden ja jetzt hier keinen wirklichen Kindergarten machen mit 5 verschiedenen Gruppen, je nach Alter. Sondern das ist halt eine private Kindertagesstätte, wo Familien halt ihre Kinder abgeben für den Tag, während sie arbeiten gehen und den nachmittags wieder abholen und sich halt die eine Person meistens oder vielleicht auch mal 2 drum kümmern. Eben halt passend zur Tagespflegekarriere aus Lebensfreude. Und ich glaube tatsächlich sogar, vielleicht reicht der Platz schon. Ich könnte es natürlich ganz stumpf einfach das von hier vorne nach hinten ziehen, aber das ist eigentlich nicht das, was ich schön finde. Ich würde schon fast sagen, dass hier hinten das ausgebaut werden muss. Das sieht dann aber so komisch aus, wenn es einfach so ein Rechteck ist, aus dem weitere Rechtecke rauskommen. Das sieht einfach falsch aus. Das geht so nicht. Ich muss das hier komplett nochmal abreißen. Nochmal überdenken. Es würde ja theoretisch sogar reichen, wenn es so lang ist. So. Ich würde das, glaube ich, gerne noch da ausbauen. Ich glaube, das ist jetzt zu klein. Irgendwie kommt mir das gerade zu klein vor. Wartet mal, wie groß ist das Fenster? Es gibt so ein Fenster, das ich gerne... Zumindest das hier. Habe ich da... Nee, da habe ich die Farbe nicht gespeichert. Aber es gibt da eine Farbvariation der umliegenden Häuser. Und die könnten wir dann hierfür verwenden. Beziehungsweise ich kann auch einfach von der Garage das nehmen, dass das passend ist. Oder hiervon. Ja, genau andersrum, bitte. So. Das wäre eine Idee. Nehmen wir das quasi hier so durchlaufend. Dann wollen wir auch noch den Balkon hier haben. Das heißt, den könnten wir hierhin so machen. Ein bisschen und dann... Ist das zu wenig Platz? Ist das zu klein? Wir haben halt schon echt sehr viel Gartenfläche, ne? Vielleicht mache ich es auch lieber so. Dann werde ich mich im Endeffekt wieder beschweren, warum ich hier so viel Fläche habe, die ich dann gestalten muss. Ich überlege gerade schon, wie ich das Dach gestalten würde. Das macht irgendwie gerade nicht so viel Sinn, aber ich werde es versuchen. Dann wäre hier halt Platz für den Balkon. Ich hab's fast. Also,
die Idee in meinem Kopf traut sich noch nicht ganz laut zu reden, aber sie zeigt sich schon. Falls das irgendwie Sinn macht. Ich kann da auch nicht wirklich viel reden, weil ich halt auch überhaupt nicht weiß, was gerade in meinem Kopf vorgeht, sondern ich versuche gerade einfach nur... das könnte man machen, aber sieht das gut aus? Ich glaube nicht. Das sieht, glaube ich, nicht gut aus. Lass es mal dabei. Also mit der Wand weiß ich echt noch nicht viel anzufangen. Ich finde Seitenwände mal echt schwierig. Vorne und hinten ist okay, aber die Seitenwände sind für mich immer das größte Problem. Weil ich mich dann frage, was stehst du denn jetzt damit an? Ich glaube, ich muss erstmal wissen, wie ich das Dach mache, damit ich weiß, wie ich hier weitermachen kann. Ich baue jetzt einfach mal notdürftig was zusammen. Und kümmere mich mal um das Dach. Das ist nämlich gerade wichtig, glaube ich, damit ich weiß, wie ich den Rest anpassen kann. So. Wie mache ich das denn jetzt? Weil wir haben jetzt hier zum Beispiel dieses Element. Soll ich das jetzt tatsächlich so machen? Weil das macht für mich eigentlich auch keinen Sinn. Und das andere war ja dann so. Ist halt eigentlich nicht so, wie es sein soll. Es ist eine Möglichkeit, aber jetzt sieht es aus wie ein Kreuz. Und... ach, ich glaube, wenn ich das kürzer mache... so... und dann vielleicht hier... ich überlege gerade. Ich glaube hier nochmal so ein Dach hin. Dann müsste ich das so machen, damit das dazu passt. So, dann muss das natürlich auch die gleiche passende Höhe haben. Ich könnte es mir natürlich auch leicht machen. Und einfach die Dachhöhe ändern, aber dann haben wir dieses Garagendach nicht mehr so niedrig. Das hat gerade das Problem, weshalb ich hier alles einzeln anpassen muss. Das passt sogar einigermaßen. Ich überlege gerade, ob ich auf der anderen Seite hier auch noch diesen Dachkranz oder diesen, ich weiß nicht, wie man das so wirklich nennen soll, hinpacke. Der natürlich wieder so aussieht, dass das nur da sichtbar ist und da sich so schön einfügt. Das sieht, ich finde das eigentlich immer gar nicht so schlecht, wenn man quasi dieses Giebeldach mit so einem Walmdach kombiniert oder Satteldach mit Walmdach kombiniert und dann halt hier dieses Detail an der Giebelseite hat. Und ich musste das ja auf der anderen Seite gerade eh machen. Dann ist hier noch die Frage. Mit dem Dach. So ein Schrägdach einfach ran. Das würde sich ja schon fast eigentlich am ehesten ergeben. Oh, das kann auch gar nicht mehr flacher als so. Okay, das sieht ein bisschen doof aus, finde ich. Das gefällt mir hier noch nicht so richtig. Das kann ich erstmal wegmachen. Und dann gucken wir mal, wie wir das noch anpassen können. Aber es ist... eigentlich ist das einzige neue Element, was dazu kommt, das hier. Aber ja, so funktionieren die Bauvorgänge manchmal halt. Aber es ist schon mal ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist immer noch ein Rechteck, aus dem andere Rechtecke rausgucken, aber...
Es hat gerade so ein bisschen. Es kommt immer darauf an, wie, also woraus sie entstehen. Wenn es halt so quasi organisch entsteht, indem ich Wände nacheinander platziere, ist es anders, als wenn ich quasi die Rechtecke direkt aus dem Rechteck rausbaue. Ich glaube, ich werde hier tatsächlich. Ich weiß auf jeden Fall, wo das Ganze hingehen soll. So, mit dem Dach. Ich möchte hier das entpacken und dafür das entfernen. Vielleicht auch eins kleiner. Vielleicht nur bis dahin. Sag mal, was ist das denn jetzt hier wieder? So. Okay. Verstehe ich nicht ganz. Also nochmal. Da das Dach hin. Und ich hätte dann gern dieses Dach hier. Weil ich finde, das sieht ganz cool aus eigentlich. Dann ist so die Frage, mache ich da jetzt Wand drunter? Also so. Natürlich auch noch die Etage drunter. Oder nicht? Oh. Ich mache nur die Etage. Ja, ja. Es ergibt in dem Moment erstmal noch nicht so viel Sinn, aber ich weiß schon warum. Und dann ist die Frage, welche Fenster packe ich da hin? Denn das sieht nämlich dann, glaube ich, echt ganz cool aus. Ich könnte die nehmen aus Supernatural, wenn sie sich zeigen wollen. Die sehen, glaube ich, ganz cool aus hier. Ich glaube tatsächlich, die nehme ich mal. Und dann hätten wir hier so einen schönen Ausguck. Das sieht, glaube ich, echt ganz cool aus. Ich glaube, das ist ein schönes Detail für die Wand. Und dann hier drunter. Bei Sims 4 gibt es ja diese Teile, diese Detailteile, die man da drunter packen kann. Die wären ganz cool. Ich glaube, bei Sims 3 gibt es nichts in der Richtung. Deswegen müssen wir dann einfach damit leben, dass das so aussieht, wie es gerade aussieht. Oh, da ist ja noch nicht mal Boden. Boden sollte da schon hin. Auch hier unten können wir wieder mal Boden hinmachen. Können wir die Wand eigentlich auch wegmachen? Dann ist das hier. Ich finde, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Das gefällt mir ganz gut. Wenn wir dann halt auch noch das hier passend einfärben in diesem Holz, dann ist das auf jeden Fall ein ganz cooles Detail. Ich weiß, wir haben heute nicht so viel geschafft. Aber ich finde in letzter Zeit die Findung einer Hausgestaltung oder eines Hausgrundrisses auch sehr schwer für mich. Deswegen baue ich auch aktuell immer noch nicht an Sophias und Leons Haus. Ich nehme es mir immer wieder vor, jeden Tag. Ich stehe dann vor dem leeren Grundstück und denke mir, boah, wo soll ich denn hier jetzt anfangen? Und mach es dann doch nicht. Ich finde, das sieht echt ganz cool aus. Man muss ja natürlich noch passend einfärben in den Farben der Fenster. Okay, vielleicht doch nicht. So. Finde ich das echt ganz cool. Also das gefällt mir echt ganz gut. Das ist doch mal ein Detail, was man machen kann. Und dann müsst ihr euch einfach vorstellen, dass hier halt so Holzstützen da drunter sind. Auf der Etage. Die man aber halt in Sims 3 nicht hat. Aber vielleicht habt ihr auch eine Idee, womit man das alternativ machen könnte. So, und dann brauchen wir nur noch hier irgendein Detail. Ansonsten bin ich eigentlich sogar schon fast relativ zufrieden. Das könnte man auch noch ein bisschen kleiner machen, dass das nicht ganz so weit rausgeht. Vielleicht bis dahin nur. So. Dann müssen wir natürlich das Dach nochmal eins kleiner. Und dann fehlt nicht mehr viel, bis ich zufrieden bin mit dem Gebäudegrundriss. Ich bin mal gespannt, wie ihr den Gebäudegrundriss bis hierher findet. Ich finde das soweit eigentlich voll in Ordnung, wie es aussieht. Bei der Person, die mir den Grundriss gemalt hat, die hat ja quasi dann auch nur noch einfach hier noch so eine Sektion noch ein bisschen weiter rausgepackt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es braucht ein bisschen mehr. Und hier wollen wir auch noch den Balkon hinsetzen. Vielleicht mache ich dann einfach hier
so eine kleine Aussparung hin. Obwohl, es ist ja keine Aussparung, es ist ja ein... Es geht ja nach draußen. Eine Aussparung wäre ja, wenn man was wegnehmen würde. Aber wir fügen ja was hinzu. Ich weiß trotzdem nicht, warum ich es Aussparung genannt habe. So. Dann natürlich nochmal... Nochmal in der Art und Weise dazu. Und dann können wir nämlich hier einen süßen kleinen Balkon hinpacken. Ist halt die Frage, wie genau stützen wir das? Ich packe jetzt einfach mal wild irgendwelche Säulen hier hin. So. Ist dann halt die Frage, wie wir das hier gestalten. Und ob ich das überhaupt bis dahin mache, ob ich den Balkon ein bisschen kleiner haben möchte. Aber dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal einen kleinen Balkon, der ganz cool wäre. Was für... So viel Auswahl haben wir gar nicht. Ich nehme irgendwie meistens den hier, weil ich den relativ simpel finde. Mal ganz leicht nutzbar. Oh Gott, das ist jetzt wieder ein Problem. Das ist nicht symmetrisch genug. Vielleicht, wenn ich das so mache. Ja, das geht. Dann hätten wir hier halt noch einen kleinen Balkon. Ich weiß nicht, ob er zu groß ist. Ich finde ihn aber eigentlich in Ordnung so. Das könnten wir sonst zur Not auch noch eins breiter machen. Vielleicht sieht das dann ein bisschen schöner aus. Ein bisschen organischer. Nicht ganz so... Ich wollte es nicht 5 breit machen. Nur 4. Danke. Nicht ganz so hingeworfen, sondern vielleicht, dass es ein bisschen mehr Sinn ergibt. So. Ja. Macht doch schon einigermaßen Sinn, oder? Oder bilde ich mir das ein? Und das sieht total schrecklich aus. Kann ich schwer sagen. Ich finde es eigentlich in Ordnung. Und das Ganze wird ja noch besser, wenn wir auch noch mehr Fenster hinzufügen und so weiter. Und noch mehr detaillieren. Da kommen natürlich noch mehr Details hinzu, die dafür sorgen, dass das Ganze weniger wie ein Wohnhaus, also schon wie ein Wohnhaus, aber halt wie ein Wohnhaus mit Kita aussieht. Denn das wollen wir am Ende erreichen. Dass man auch so ein bisschen dem Grundstück ansieht, dass es eine Kita ist. Und wenn wir hier schon dabei sind, kann ich eigentlich auch direkt, ich weiß gerade nicht, welches Fenster ist. Da brauchen wir von unten, glaube ich, eins. Das hier? Ja, das. Können wir das nämlich so machen, und zwar auf der Seite dann. So wie ihr euch das ja auch gewünscht habt, oder wie das gewünscht wurde, hier diese Doppelfenster, das passt dann hier auf der Seite auf jeden Fall ganz gut dazu. Und dann können wir auch noch... Gibt es, abgesehen von einem Store-Inhalt, den ich kenne, eigentlich solche Pflanzkästen, die man unter das Fenster hängen kann? Nee, oder? Weil ich kenne welche aus dem Store, die ich dann super gern nutze, aber ich glaube, abgesehen davon gibt es keine, ne? Natürlich schade, weil sonst würde das super gut hier hinpassen, und da solche schönen Blumenkästen oder so Pflanzkästen hinzuhängen mit Pflanzen dran. Außer ich weiß es gerade nicht und es gäbe da irgendwie eine alternative Idee. Aber ja, das gefällt mir echt schon ganz gut. Dann können wir hier zum Beispiel wieder die Tür hinmachen, oder ich würde wahrscheinlich sogar eher eine Schiebetür hinmachen. Also dass wir dann hier so eine Schiebetür nehmen. Ich nehme die eigentlich sehr gerne. Und wie gesagt, hier die Stützen sind jetzt noch nicht fest hier, beziehungsweise werden das wahrscheinlich auch nicht bleiben, sondern ist erstmal nur da, dass man da so ein bisschen eine Stützkraft hat. Ja, so in der Richtung wäre das jetzt geplant. Ich muss hier noch 2, 3 Sachen einfärben, damit das einfach schöner aussieht, so vom Blick her. So. Damit ihr euch das selbst auch so ein bisschen besser vorstellen könnt, wie das aussehen soll. Finde ich eigentlich ganz cool. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr wohnliches Wohnhaus, so viel kann man schon mal sagen. Aber wir werden das halt wirklich auch noch mehr aufpeppen. Das Aufpeppen hat gerade erst begonnen mit so ein paar Fenstern.
Da kommt auf jeden Fall noch mehr hinzu. Und eine Sache, mache ich die jetzt noch? Weil ich weiß auch gar nicht, wie genau. Auf jeden Fall war ein Vorschlag, noch so einen bunten Zaun hier vorne hinzupacken. Das werden wir dann vielleicht nächste Folge mal machen, weil das Problem gerade für mich ist, dass ich nicht weiß, wo ich den Zaun hinpacken soll, weil wir hier so viel Gebiet haben, das einfach offen sein muss. Aber hier so an die Seite könnte ich auf jeden Fall doch da so ein bisschen den Zaun hinmachen, der jetzt unabhängig von dem Zaun hier einfach noch für ein bisschen Farbe und bunt sorgt. Ja, aber mir gefällt das Haus auf jeden Fall so schon ein ganzes Stück besser. Ich finde auf jeden Fall, es macht so langsam Sinn, es gefällt mir langsam ganz gut. Und ich möchte einmal noch die Säulen von da hinten hier hinzufügen. Wenn wir hier schon anfangen mit Säulen, hier vorne müssen auch welche hin. Nicht unbedingt die, nicht unbedingt in der Farbe und Form, aber da müssen auf jeden Fall auch irgendwann Säulen hin. So, jetzt beende ich das Ganze aber. Das nächste Mal werde ich, glaube ich, gern noch ein bisschen an der Außengestaltung arbeiten wollen, also noch ein bisschen dekorieren hier. Und ihr könnt mir sonst auch gern sagen, was ihr hier für Räume für die Kita, also für den Erdgeschossbereich möchtet. Oben wird ja halt nur das Haus sein, beziehungsweise die Wohnung. Und unten werden wir den komplett Kita-Bereich machen. Falls ihr da irgendwelche Wünsche, Ideen habt für die Räume, dann lasst sie mich wissen. Das ist natürlich immer essentiell bei einem Grundstück, weil in 10 Folgen können wir wahrscheinlich eher weniger noch Räume hinzufügen. Das heißt, falls ihr irgendwelche Wünsche und Ideen habt, dann lasst sie auf jeden Fall hier unter dieser Folge in die Kommentare. Und dann weiß ich, was wir das nächste Mal so machen können. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag, bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr natürlich das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao!